Heikstrang V2, auch. Den kenne ich. Ja, Leute. Yo Leute, was geht? Hier ist euer Krani. Und heute gibt es einfach ein bisschen PvP hier auf Timolia. Und ich hatte einfach gerade ein bisschen Bock drauf, weil, naja, wie soll ich sagen, ich habe die ganze Zeit schon so ein bisschen mir gegönnt. Heikstrang V2, auch. Den kenne ich. Ja, Leute, geht auch schon gut los. Pussy-Trank, Heal-Trank, Heal-Trank V2. Also wir sind wohl mit irgendwelchen Hacker-Menschen in einer Runde. So. Aber wir müssen uns die anscheinend alle gönnen hier, dass wir auf volle Herzen kommen. Alter Schwede. Wie soll man denn hier so kämpfen? Das ist nicht mehr normal. Ich kenne das schon von SK. Hä? Ich kann nicht schlagen. Bin ich gerade... Wartet mal. Doch, ich... Wieso kann ich nicht schlagen? Hä, man sieht es nicht, wenn ich schlage? Ich glaube, ich habe anscheinend irgendwie so einen Animationsfehler gerade, aber... Ja, geht doch schon mal gut los hier mit einem Hacker, mit einem Hackertrank direkt. Ich glaube, den hatte... Alter, man kann hier einfach alles abbauen. Das ist ja richtig krass. Ich kenne das eigentlich nur so, dass man so voll viele Herzen hat und sowas. Und ja, okay, spammt er hier die Heiltränke hin. Alter Schwede, das ist echt ein bisschen strange. Alter. Das ist echt nicht mehr normal. Naja, irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dass ich gerade... Ja, ich... Och, mein Gegner hatte noch 94 Herzen, Leute. Das ist natürlich ärgerlich. Nee, also an sich habe ich die ganze Zeit PvP gespielt, weil ich einfach Bock drauf hatte. Also es lief so richtig gut die ganze Zeit. Und ich hab mir dabei irgendwie ein paar Interviews angeschaut, so was mache ich eigentlich voll gerne in letzter Zeit. Und ja, habe ich mir ein paar angeschaut und dabei habe ich einfach gezockt. Ja, und jetzt dachte ich mir, nehme ich das für euch auf. Und es lief also wirklich stark, so die Runden davor. Mal schauen, ich schiebe mal eben hier die Facecam, den Rahmen nochmal so ein bisschen zurecht. Ja, Leute, das ist Professionalität. Und so, nächste Runde, damit da nicht dieser weiße Rand ist. Jetzt ist zwar, whatever, ich lasse es jetzt einfach so. So, also an sich, ja, hatte ich einfach gerade Bock drauf. Vielleicht, ich glaube, heute sollte auch Varo-Training kommen. Ups, sorry. Aber ich bin wohl ein bisschen blöd. Nee, keine Ahnung, wir haben es einfach vercheckt. Dafür kommt natürlich dann morgen Varo. Wobei, doch, morgen kann Varo-Training kommen. Oh Gott, jetzt hat er mir aber gute Hits gegeben. Damn. Zwei Herzen hat er noch. Dafür kommt morgen Varo-Training. Am Mittwoch kommt wieder um 18 Uhr Community Clash. Ich verrate noch nicht, gegen wen es gehen wird, aber es wird wieder sehr spannend werden. Und ja, dann wird wahrscheinlich irgendwie morgen oder sowas wieder aufgenommen. Ich weiß noch nicht genau. Okay, das ist wieder derselbe Gegner von gerade eben. Jetzt macht er hier auf MLG. Muss ich ja nicht unbedingt mitmachen. Also, weil es dauert immer so lange, finde ich. Klar, der soll seinen Spaß haben und so. Okay, jetzt, ja gut, von unten. Klar. Hat er nicht so die Chancen, denke ich. Ja, 9,5 Herzen noch. Okay. Ja, aber ich glaube, ein bisschen besser kann ich schon spielen, wenn ich mich nicht darauf konzentrieren muss, halt zu kommentieren. Aber gut, ich glaube, da gibt es wenige, bei denen das anders ist. Body, okay. Ganz klassisch heißt er. Also anscheinend ein Abonnent vom lieben Justin. Okay. Achso, ihr seht ja bestimmt auch schon hier Texture Pack. Habe ich auch schon. Damn, Alter. Also wirklich, ich habe davor, das ist jetzt auch ein Aufnahmeeffekt, ich habe davor, glaube ich, keine Ahnung, irgendwie 20 Runden oder sowas gespielt und habe wirklich keine irgendwie verloren oder so. Also es lief richtig gut. Aber whatever. Wir hatten ja schon das ein oder andere aufregende Erlebnis zu Beginn drin. Okay, der hat anscheinend gar keine Lust hier zu spielen. Fragt man sich natürlich, warum er dann joint. Okay, das ist wieder der ganz klassische. Leute. Was war das denn? Damn Hits auf jeden Fall. Okay, ja. Whatever. Irgendwie war das gerade komisch. Ich weiß es nicht. Oder ich bin gerade einfach nur schlecht. Schreibt hier in die Kommentare. Aber irgendwie fand ich gerade die Hits echt verdammt strange. Gegen wen kämpfe ich jetzt? Ich kämpfe irgendwie immer nur gegen zwei unterschiedliche Dudes. Vielleicht müssen wir ein bisschen länger warten oder in eine andere Lobby gehen oder sowas. Ich kämpfe immer nur gegen diese zwei hier. Das war der... Gegen den kämpfe ich gerade das dritte Mal. Oder die haben einfach nur alle sein Kit. Aber ich glaube, das ist die ganze Zeit der Dude hier.
Also Bogen werde ich natürlich auch noch in einen mit Spannanimation reinpacken. Einfach weil es besser ist, weil PvP-Kit wirst du ja direkt 3000er besser. Aber wir dürfen zum Beispiel ja die Schwerter und sowas dürfen wir drin behalten. Jetzt habe ich die ganze nicht GG geschrieben, whatever. Ich habe mich aufs Reden konzentriert. Wenn ihr das seht, dann denkt euch ein GG auf jeden Fall. So. Ja, das packe ich mir noch rein. Finde ich cool, dass man ein Schwert da drin haben kann und dass man auch das eigene GUI drin haben darf. Ich weiß gar nicht, ob Fadenkreuz und sowas, ob man das darf. Aber, okay. Hier Thorns oder wie auf der Rüstung wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, whatever. Ich meine, läuft ja ganz gut diese Runde. Er laggt halt leider ein bisschen, aber hat eigentlich volle Connection. Also von daher weiß ich nicht genau, woran das liegt. Aber ich finde es immer, also ich finde es interessant einerseits, dass man diese ganzen unterschiedlichen Kits hat. Einfach für Abwechslung und sowas. Und andererseits ist es aber auch mega strange, wenn man dann halt irgendwelche, wie soll ich sagen, Trash-Kits hat, so wie das hier zum Beispiel, so vollkommen übertrieben, so mit 3000 Metern Knockback und sowas. Finde ich immer ein bisschen komisch, aber ja, was soll's. So, so, okay, jetzt ist er da drin gefangen. Jetzt können wir gut die Tränke geben, jetzt dürfen wir ihn gleich haben. Behaupte ich mal. Wir können uns auch selbst auch nochmal ein paar Tränke. Ja, 9,5 Herzen, easy. Nein, ich habe mir natürlich den Trank davor gegönnt. Ich denke mal, wir werden einfach so 10 Minuten spielen jetzt wieder. Und dann belasse ich das dabei. Knockback-Stick, den werde ich wahrscheinlich weniger brauchen. Punch, okay, wenig Pfeile, glaube ich nur. Okay. Ich glaube, gegen den habe ich vorhin schon mal gekämpft. Also jetzt nicht in der Aufnahme. Okay, ja gut. Das war relativ eindeutig. Ja, aber manchmal so, ich habe das auch manchmal, dass ich mich einfach verschätze, so, ob ich jetzt anfangen soll zu boxen oder Bogen ziehen oder sonst was. Daher kann ich das relativ gut verstehen. So. Okay, ich weiß nicht, wie viele, also das ist natürlich auch ein Nachteil, ich glaube, alle stellen eigentlich ein, dass sie ihr eigenes Kit behalten wollen. Einfach weil sie es gewöhnt sind, außer mir. Weil ich hatte irgendwie gerade Lust auf unterschiedliche Kits. Okay, ja, das ist dann, bei sowas ist immer blöd, wenn man da anfängt, TNT zu planten, aber der andere einen noch hitten kann. Ja, Leute, wir haben so ein bisschen die heiße Phase überlebt, habe ich das Gefühl. Also jetzt draußen, temperaturmäßig. Gestern war es einfach 40 Grad und ich war den ganzen Tag unterwegs, ey. Puh, aber ich habe trotzdem einen coolen Tag gehabt. Aber hier, war schon ganz anständig, bei 40 Grad da draußen auf den Streets zu sein, präsent zu sein in der Hood. Und ich lache schon wieder so einen Haufen Scheiße. Ja, ja, Leute, so kennt man mich doch. So. Okay, er hat sich seinen eigenen Dings mitgegeben. Nice, haben wir doch, perfekt. Also an sich läuft es ganz gut auch, nur mein Mikrofon sollte ich, wobei jetzt fasse ich es besser nicht mehr an, weil sonst wird es an einer Stelle im Video viel zu laut und an der anderen viel zu leise sein. Aber das muss ich auf jeden Fall deutlich hochpegeln. Ja, aber das Kit am Anfang war doch sehr gut. Ich war jetzt nicht so krass geschockt, weil ich das ja kenne von meinem Bruder SK. Aber ja, okay, jetzt, ja, der hat mir schon die besseren Hits gegeben bisher. Müssen wir probieren, ihm eine Combo zu geben, aber damn, okay, 4 Herzen. Nee, der hat mich viel besser getroffen am Anfang. Aber ich denke mal, also ich habe jetzt so das Gefühl, dass ich schon ein Ticken besser noch bin, als ich es die letzten Wochen. Okay, er ist unsichtbar. Scheiße. Ja gut, was soll ich da machen? Hier, töte mich. Gut, ist halt 1,8. Ich hoffe mal, dass das bei Varo nicht vorkommen wird oder dass es, wenn es vorkommt, nicht mir vorkommen wird mit Unsichtbarkeitsbugs. Aber ich glaube, die treten ja nur auf, wenn ein Server gleichzeitig 1,7 und 1,8 ist oder sowas. Aber lasst mich nichts Falsches sagen. Bin mir da auch nicht ganz sicher. Okay, so sehr schön. Lava ist ja auf jeden Fall drin, der Dude. Und, okay, schade. Habe ich jetzt nicht getroffen. Aber der dürfte uns gehören. Okay, da habe ich jetzt auch wieder voll die Frame-Einbrüche. Ich wollte auch meinen PC nochmal neu aufsetzen. Vor Varo. Alter, richtig low FPS gerade. Okay. Ich habe besser angefangen gerade.
Okay. Ja, ich glaube, hat der Infinity drauf? Ne, der hat eine begrenzte Anzahl von Pfeilen. Aber ich weiß es nicht genau. Ich glaube, wir gewinnen das. Okay, ja, nach der Combo auf jeden Fall. Nice. Ich würde sagen, wir machen noch 3 Kämpfe und dann lassen wir das gut sein für heute. Och. So ist es auch so vollkommen heftig, so ein Kit, finde ich. Und die fängt ja nicht an, irgendwas rum zu enchanten. Ne, der kämpft auch direkt. Okay, sehr schön. Hat aber noch den Pfeil davor bekommen. So, ich werde jetzt probieren auszuweichen. Klappt nicht immer. Aber jetzt dürfen wir ihn relativ bald haben. Ich weiß nicht, was der für eine Rüstung hat da drin. Aber, wobei, nee, die hält schon gut was aus. Ja. So. Hat er sich gerade irgendeinen Trank gegönnt? Ich habe überhaupt gar keine Lust, mir das alles durchzuschauen, was der da drin hat, der Dude. Aber ich habe so, wie gesagt, das Gefühl, dass ich mich ein bisschen besser... Jetzt, ich schreibe nur so GG, wenn es so richtig intens war. Aber ich schreibe jetzt gar nicht GG, sondern wie gesagt, denkt euch das, wenn ihr das seht. Weil dann... Ich kann nicht nach jedem Kampf GG schreiben. Das ist... Was? Okay, ich glaube, scheiße. So, nice, direkt in den Trank, in seine Phrase. Ich glaube dann... Ich meine, er soll ruhig rennen, weil in der Zeit kriegt er halt Schaden und mir passiert gar nichts. LOL. Okay, ich wollte gerade probieren, mir sein Dings zu gönnen. Okay, jetzt hat er mir einen Trank gegeben, jetzt muss ich probieren, ihn ganz schnell zu erledigen. Alter, kann man damit nicht auftauchen oder was? LOL, ich konnte einfach nicht auftauchen. Aber ich glaube, da sind unsichtbare Blöcke. So, dann, ich glaube, einen Kampf gibt es noch zu machen. Ich werde natürlich probieren, Easy MLG diesen Kampf zu beginnen. Zum Glück geklappt, sonst wäre es peinlich geworden. Ich hätte nochmal von vorne aufnehmen müssen. Nein, hätte ich nicht. Hätte ich auch nicht gemacht. Okay. 3 Sekunden. Okay, das kann ich überleben. Er hat mich jetzt nicht so übertrieben gut getroffen. So, gib mir den Pfeile. Da haben wir einen. Okay, damn. Okay, und... So, jetzt mal schauen. Ich bin jetzt wieder relativ hoch. Aber, ja doch, wir könnten... Alter, Dead Combo. Schade. Okay. Mist, Leute. Also, Aufnahmeeffekt ein bisschen, würde ich sagen. Ich habe wirklich davor... ich dachte so, okay, jetzt machst du so eine Aufnahme, wo du so alle auseinander boxt. Aber es war auf jeden Fall immer relativ knapp, relativ spannend. Auch lustig mit dem Ding am Anfang. Da würde ich sagen, das war's von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einfach mal wieder was alleine. Habe ich echt, glaube ich, schon länger nicht mehr gemacht. Aber... Ja, es war cool. Hätte jetzt nicht so viel Gesprächsthemen, aber trotzdem ganz Spaß gemacht. Tschüss!